Hey Leute, MC Brutal da Hanna. Und das ist der brutale Jahresrückblick 2018. Das ist alles passiert im Ländle, wurscht. 2018 hat man der Depp gemacht. Wer's jetzt noch macht, hat sich schnell zum Depp gemacht. Außerdem war da ein bolle Hit. Aber im Vergleich zu 2003 war das nix. Das ist ungefähr so wie mit der Musik. So hat alles gleich gelungen und trotzdem war's ein Hit. Das muss sich ändern, ASAP. Antares ist schon wertvoller als SAP. Haha, das war ein super Musikerwitz. Auch Baden-Württemberger sind gut für die Hits. Bei den Albumcharts waren wir vorne dabei. Mit Mike Singer und Vanessa Mai. Es gab lauter Jubiläe, die zähle jetzt auf. Der Was ist 200 Jahre geworden, wow. Schlümpfe sind schon seit 60 Jahren blau. Und 100 Jahre Wahlrecht in Deutschland wird Frau. Auch beim VfB wird's Zeit für Torte. Der ist 125 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch für das Jubiläum. Mit Sonderausstellung im Mercedes-Benz-Museum. Beim Rest, hoffet man's Beste. Dass sie zufrieden werden, das wär's Glocke für ich, geh. Manchmal liegt's halt auch nicht am Spieler. Und auch nicht am Trainer und auch nicht am Zieler. Ein bisschen Applaus bitte für der Mimi Kraus. Der hat 18 Tor geschossen, so schaut's aus. In eurem Spiel fast der Rekord gebrochen. Im anderen Spiel dann leider die Hand gebrochen. Der Ringer Frank Stäbler fährt ein geiles Auto. Und jetzt Achtung, der zeigt es auch noch auf Instagram. Aber der kann sich's halt leichter. Glückwunsch, Junge, zum dritten Mal Weltmeister. Fußball-WM, boah, ich will nicht drüber reden. Ich hab's kaum gesehen, da war ich gerade in Schweden. Für Deutschland gab's vom Heiland keinen Beistand. Den gab's zum Glück für eure Mannschaft in Thailand. Aus dem Ländle kommt der weltbeste Gin. Gin's der Häuster mit lokalen Kräuter drin. Fernsehturm vorne drauf, das ist ein Ding. Hat er gönn immer gleich mal ein Gin, Gin, Gin. Der Boris Palmer hat der Schuss nicht gehört. Der rennt nachts durch Tübingen und fühlt sich gestört. Der Spider-Schwab sorgt für Ordnung im Revier. Vom Remstal-Rebell zum Geheimdienstoffizier. Wir brauchen da einen mit Pep und Power. Wie wär's zum Beispiel mit dem Thomas Hornauer? Der wär verfügbar und hat königliche Flair. Oder Friedi Miller von Wer wird Millionär? Obi Kuhn hingegen ist wieder in Form und sorgt für die VVS-Tarifreform. Das muss man jetzt auch wirklich immer loben. Wenn der so weitermacht, gell, dann bleibt man auch ober. Bis Stuttgart 29 Stotz hat man mit Bitcoins. So lang fahren man halt nur mit dem X1. Vorbei an Filtersäule und drei Blitzer. Wenigstens hast du im X1 immer Platz zum Sitzer. In der Presse war davon Drähte. Der mächtigste Schwab ist bald ein Schwede. Die Leute haben mich gefragt, aber neu, ich bin's nicht. Glatt ist so blöd, die hat natürlich zum Flatty-Head. Aber trotzdem mit dir im Gepäck. Ich fahr zwar Bonanza Rad oder Pedelec, aber wer ich Mercedes-Chef hat, ist Vollschaber. Dann gäb's eine Neuauflage vom 190er. Was jetzt kommt, klingt ein bisschen neureich. Im Kretschmann ist der S-Klasse einfach das Gläuweich. S500 ist für manche ein Inbegriff des Glücks, aber der hat gedacht, S steht für Satinefüchs. Wahrscheinlich ist er deswegen umgestiegen. Auf Helikopter, damit kann der rumfliegen. So gleitet der MP bequem über den Stau und kommt pünktlich zum Wandern. Hat es will ich auch. Da fällt mir grad ein, es gab noch einen Weltmeister. Der Philipp Rudelmeier, der ist Welsheimer. Den der schnell mit der Arschbombe ab. Der ist Weltmeister im Unterwasser-Jenga. Das übe ich jetzt auch in der Badewanne. Aber ich muss zugeben, das macht keinen Fun. Der Turm, der hat bei mir noch nie gehoben. Die Holzklötz, die schwemmen immer oben. In Freiberg am Neckar gab's ein Sexpuppe-Bordell. Hat sich gefragt, gell, ist das jetzt kriminell? Und auf wen hat das überhaupt abzielt? Haben manche schon früher gern mit Puppe gespielt. Forscher haben etwas Neues entdeckt, dass Mikroplastik in unsere Scheiße steckt. In Zukunft muss bei Plastik die Frage heißer. Müssen wir jetzt alle in der gelbe Sack scheißen. In Lindau hat der Rentnerin genug. 10 Euro fürs Parken sind mehr als genug. Im Sommerfall sagt man schon mal fuck Scheiße. Oder man macht's wie die Schranke abreißen. Zum Glück ist ja im Bodensee kaum noch Wasser, man kann schon den Bodensee. Und wenn man eh den Platz zum Parken braucht, macht Mutter einfach einen riesen Parkplatz draus. Hey Leute, ich bin jetzt live am Bodensee und wie man sehen kann, ist das komplette Flussbeet austrocknet. Und ich bin extra schnell hergeflogen mit dem Helikopter, damit ich mir ein Bild von der Naturkatastrophe machen kann. Gell? Und wie man sehen kann,
Der ist winzig geworden. Ich dachte, der ist viel größer, aber der ist ja winzig, der Bodensee. Und wir müssen echt mehr aufpassen mit der Natur. Wir haben bloß eine, gell? Und nicht so viel Plastik essen, bitte. Und jetzt wünsche ich euch was, gell? Macht's gut, gell?